Herzlich willkommen, Folge, was sind wir, 26, ne? Von, Folge 26 von Kingdom Come Deliverance. Ach ja, wir arbeiten dran, dieses Spiel endlich mal durchzuspielen hier, ey. So, jetzt will ich mal die Quest hier beenden. Wie geht es euch? Wie sieht es aus, Melicher? Wegen der Seuche. Schön, dich zu sehen, Heinrich. Ich möchte dir abermals danken. Alle sind geheilt. Das ist ein Wunder. Oh, das freut mich. Ihr habt schon genug gelitten. Wir alle haben das. Wohl wahr. Weißt du, die Leute hier sind dir wirklich dankbar. Am liebsten würden sie dich und Nikodemus heilig sprechen. Sie haben mir Geschenke für dich gebracht. Zuerst war ich davon nicht angetan. Schließlich ist uns kaum etwas geblieben, als das Vieh verendet ist. Aber... Ach ja, gut. Aber ich meine, wir haben die Vergiftung, aber ganz ehrlich... Nee. Nein, das kann ich nicht annehmen. Gib das zurück und richte ihnen meinen Dank aus. Du bist zu gütig. Es freut mich, dass du das verstehst. Die Zeiten sind hart. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass alles gut ausging. Ich auch. Ich auch. Auf bald. Sehr schön. Jetzt haben wir die auch fertig. Jetzt gucken wir mal, wo ist... Da. Da müssen wir auf jeden Fall direkt hin. Na, ist das richtig? Ich guck mal gerade. Ja, das sieht gut aus. Weißt du was, das machen wir auch direkt. Ich guck mal gerade, wie kommen wir da am besten hin? Düsen einfach mal querfeld ein. Dann gucken wir mal. Huch. Hier kommen wir nicht lang. Wir reiten ein bisschen mit unserem Gaul über Stock und Stein, durch den Regen. So. Ja, genau. Durch Büsche ist schwierig als Pferd. Das wissen wir ja schon mittlerweile. So. Weil den Minenschacht suchen wir. Das haben wir auf jeden Fall erledigt. Das ist gut, wir haben die Vergiftung geheilt. Oh. Oje, Mini. Oje, 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 oje. Oje, oje, oje. Das ist aber hier ganz schön. Wahrscheinlich sind wir so jetzt direkt über dem. Ja, okay, pass auf. Dann würde ich sagen. Wenn wir noch ein Stück weiter geradeaus gehen, dann kommen wir auf den Weg. Den nehmen wir jetzt mit. Komme ich hier runter? Na komm, trau dich. Trau dich. Braves Mädchen. Braves Mädchen. Ja. Braves Mädchen. Sehr gut. Kurve. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir müssen geradeaus, bis wir über den Fluss sind. Ja. Ist das ein Sauwetter, ne? Ist ja Regen immer. Ja. So. Da ist der Fluss. Und dann ging es hier weiter geradeaus. Diese Straße nehmen wir jetzt. Da müsste das eigentlich irgendwo hier sein. Ja, wir gucken nochmal. Ja, hier oben. Das heißt, wir reiten nochmal weiter. Ja. Stück über den Fluss. Entschuldigung. Ja. Bisschen weiter. Oh, Spiel gespeichert. Okay. Das ist ein gutes Zeichen. Das würde nämlich jetzt die Frage aufwerfen. Nicht springen, aber absteigen wollte ich. Okay. So. Wie sind denn meine Werte? Okay. Habe ich irgendwie noch was, was ich... Nee, Waffen kann? Nee.
So, dann gehen wir mal hier oben gucken. Muss ja hier irgendwo sein. So, weil man soll, weil ich habe keinen Bock auf Kämpfen. Und man soll wohl einfach durchrennen können. Okay, da sind Leute. Und einfach durchrennen. Ich guck noch mal. Okay, da sind bewaffnete Männer. Bis eine Zwischensequenz ist. Was? Ich renne einfach jetzt rein. Dann kommt durch. Durch kommen wir. Oh, scheiße. Gut, dass ich irgendwas sehe. Wo sind alle? Schnell! Scheiße, wo lang? Wo lang? Gut, ich sehe einfach... Au, 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 au. Gut, ich sehe einfach gar nichts. Ja, alles klar. Huh. Ich glaube, wir haben die Münzfälscherin gefunden. Was willst du denn hier? Und wer bist du? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Ratzig Kobilla, des Königs Hauptmann. Verstehe. Ich bin hier, um dich zu verhaften. Oh, was du nicht sagst. Und doch kommst du allein? Ha, sehr mutig von dir, Bürschchen. Ja. Ich arbeite allein. Ich bin allein bis hier gekommen. Ich brauche auch fürs letzte Stück keine Hilfe. Siehst fähig aus. Einen wie dich könnte ich gebrauchen. Oh, danke. Ein interessantes Angebot. Aber ich lehne ab, wenn du erlaubst. Wer hat mich eigentlich verraten? Dein Knecht. Das spielt keine Rolle. Was spielt das noch für eine Rolle? Glaubst du, ich bekomme nicht die Chance, es ihnen heimzuzahlen? Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich wie ein Lämpchen zur Schlachtbank mitkomme. Und wo genau willst du hin? Irgendwohin. Überall wäre es besser als in Kobilas Kerker. Wirklich? Also nach Mähren kannst du nicht. Der Markgraf ist hinter dir her. Und Böhmen? Die Könige mögen sich ändern, aber die Münzen bleiben, mein Freund. Was meinst du damit? Wer auch immer König wird, kann nicht zulassen, dass jemand Geld fälscht. Denkst du, ich mach das allein? Nein. Aber wenn im Land wieder Ruhe einkehrt und die Verschwörung gänzlich aufgeklärt ist, werden sie dich nur allzu gern zum Sündenbock erklären. Fälschern wird keine Gnade zuteilen. Wie auch immer. Kobilla würde mich so oder so am höchsten Baum aufknüpfen. Kann sein. Aber du bist ein schlauer Fuchs und ich bin mir sicher, dass du ihm etwas anzubieten hast. Es liegt an dir. Entweder ergibst du dich und setzt auf einen Handel mit ihm, oder du bist den Rest deines Lebens auf der Flucht. Ein Handel mit Ratzig? Man sagt, er sei ein kluger Mann. Wenn du dich fügst, hast du eine Chance. Also gut. Ich begebe mich geradewegs in die Höhle des Löwen. Gehen wir. Meister Pfeffer brennt sicher viele Fragen auf der Zunge. Da haben wir doch geschafft. Sehr schön. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Ratei reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er ja etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Ratei. So, also auf nach Ratei, um mit dem guten Dude zu reden. Aber wenigstens bin ich so um die... wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wir haben... Okay, wo bin ich jetzt? In
Sasau. Nach Rattai müssen wir. Okay. So, wo ist mein Pferd? Da, trottet's an. Mal die Flagge da weg. Die Flagge, die Fackel weg. Und dann einmal dahin. So. Jetzt hoffen wir, dass wir das noch pünktlich hinkriegen. Wäre zumindest cool. So, einmal durch Ledetschko durch. Nein, meiden. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Alles, was man nicht kämpfen muss, ist gut. Da habe ich wirklich keinen Nerv drauf. So. Da sind wir. Da sind wir angekommen. So. Lass mich durch. Ich bin ein Edelmann. Dum. Und habe, glaube ich, wieder ein gutes Stück geschafft. So. Wie sehe ich denn saubermäßig aus? Das geht ja noch. Ich mache erstmal mich. Ne. Da oben ist er. Hallo. Ratzi. Hm? Cheffe. Warte auf mich. Hier oben. Hier. Ja. Hallo. Ratzi. Ich kann mit dem nicht reden. Okay. Wo will er denn hin? Ah. Nee. Hallo. Da ist er ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Ich würde dir gern etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Natürlich. Was immer du befiehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Gut. Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlets? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Scarlitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Wenn er sich nicht gerade auswärts um Probleme kümmert, sollte er in Pirkstein sein. Sieh dich um, bestimmt läufst du ihm über den Weg. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich will jetzt eigentlich Hauptmann Berner finden. Der ist da. Oder wo? Hä? Da oben ist Berner. Okay. Na, warte mal. Ist der das? Ne, das ist ein Wächter. Oh. Was? Der zeigt mir. Der zeigt mir doch an, dass er hier irgendwo ist. Ist er aber nicht. Okay. Klo. Öffnen. Das ist Hans Kaphorn. So. Machen wir hier lang. Gucken wir mal. Vielleicht ist er hier unten drin. Da drin. Hi. Hier vielleicht. Nee, das ist Ratzi. Da?
die Bürgerin, die Magd, wie auch immer. Ist er hier? Entschuldigung. Privater Bereich. Keine Ahnung, wo der jetzt sein soll. Hier unten vielleicht? Keine Ahnung. Wir machen uns mal gerade auf dem Weg. Ach Quatsch, weißt du was? Ich übernachte einfach gerade mal hier. Dann haben wir wieder einen ganzen Tag Zeit. Es macht einfach ein bisschen mehr Sinn. Da kommen wir da auch weiter. Aber ich glaube, dieses Bergbaugedönse will ich, glaube ich, gar nicht machen. Ich habe eigentlich keinen Bock auf irgendwelche Nebenquests noch. Unter Tage war das, ne? Ja, da habe ich gar keinen Nerv drauf. Wenn man den zufällig sieht, okay. Aber so. So habe ich da gar keinen Bock drauf. Also von daher, wir tappeln jetzt einfach mal rüber. Ob wir den jetzt irgendwo finden. So, kann ich hier futtern? Ja. So. Mit meinem Klapperkram hier. Hallo Huhn. Ist noch alles. Ist noch nichts los hier. Ja, früher Morgen, ne? Der frühe Vogel fängt den Furm. Der frühe Vogel fängt den Furm. Hm. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Bei Bernard waren wir schon lange nicht mehr. Und bei Bernard. So. Wo ist der denn? Der muss hier, ich denke mal, hier irgendwo sein. Das ist er nicht. Das war Hanusch. Herr Hanusch. Der pennt bestimmt noch. So. Hi. Da ist er, oder? Ja. Wach auf. Glück und Gesundheit. Schlüssel. Danke. Ich brauche den Schlüssel zu Jescheks Zelle. Den Schlüssel zu Jescheks Zelle, bitte. Also lässt Herr Ratzig ihm seinen Willen. Er hätte mich die Antworten aus ihm herausprügeln lassen sollen. Nimm's nicht persönlich. Vermutlich will er mich sprechen, weil er denkt, er kann mich täuschen. Aber da hat er sich geschnitten. Vermassel es bloß nicht. Hier ist der Schlüssel. Danke. Nicht vermasseln. Was will ich denn fragen? Gern. Nee. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Gott behüte dich. So. Jetzt geht's wieder zurück. So, wieder nach da. Jetzt ist, warte mal, wo ist denn die... Da ist der Kerker. Ja, genau, da wo immer. Alles klar. So. Einmal wieder kerkern. Da wasch dich mal, Jung. Ist auch eine gute Idee. Ist das eine Lauferei? So, bisschen die Ausdauer mal. Weg. Weg ausdauern. So. Der Kerker müsste hier sein. Wenn ich mich recht entsinne,
War der doch hier irgendwo, hier an der Seite, ne? War das nicht hier? Oder hier? Wo war denn der? Aufschließen. War das nicht hier? Nee, auf keinen Fall. Weil das gibt dann ja nur Ärger. Wo war denn der Kerker? Oder hier? Oder hier, ne? Ach Gott, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Hier? Nee, doch. Hier? Hier? Ja, hier war der Kerker. Hallo? Wen haben wir denn da alles drin? Kann man da irgendwie gucken? Gott sei mit dir, Heinrich. Da ist er. Da reden wir mal. Ich warte schon ewig. Weshalb willst du gerade mit mir sprechen? Ratzig hält mich nur so lange am Leben, wie es dauert, alles aus mir herauszubekommen. Du hast mir jedoch gewisse Dinge versichert. Ich möchte die Geheimnisse, von denen mein Leben abhängt, in guten Händen wissen. Ich habe dir nichts versprochen, aber werde sehen, was ich tun kann. Gut, frag mich, was du willst. Ich werde mich nicht widersetzen. Ich will in erster Linie wissen, wer hinter all dem steckt. Für wen habt ihr diese Münzen hergestellt? Du denkst, alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen? Ich will dich nicht beleidigen, aber eine Person allein bringt das nicht fertig. Na gut, es fing damit an, dass ich pleite war. Wie immer. Also ließ ich mich von diesen Pressern in Sasau anheuern. Anheuern? Wozu? Ich habe nicht allzu viele Fragen gestellt. In diesem Geschäft ist das keine gute Idee. Aber als sie erfuhren, dass ich kein Niemand war, übertrugen sie mir die Leitung fürs Fälschen. Ein Fremder namens Eric gab mir Anweisungen, aber er ist keinesfalls der Kopf der Bande. Und ein Hochrangiger im Kloster ist ebenfalls in die Sache verwickelt, aber keine Ahnung wer. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Vor ein paar Monaten traf ich ein paar alte Freunde in Colleen. Sie sagten, sie wären unterwegs nach Sasau, da man dort harte Kerle anheuern würde. Und dass sie jeden nehmen. Alte Freunde? Wer denn? Ach, bloß ein paar Briganten. Wir überfielen früher in Mähren gemeinsam die Boten des Markgrafen. Nette Freunde hast du da. Ich hatte Streit mit dem Markgrafen. Ein Mann wie ich lernt so alle möglichen Leute kennen. Und was dann? Rapota und ich haben uns monatelang von Brautrinde ernährt. Also schlug ich das Angebot auf Arbeit nicht aus. Ob ehrlich oder nicht. Wir ritten nach Sasau und trafen uns mit den Pressern. Sie erkannten schnell, dass ich kein Bauer, sondern ein Adliger in Nöten war. Komm langsam zum Punkt. Nun, sie stellten mich diesem Eric vor und sagten mir nur das Nötigste. Sie errichteten die Werkstatt und beschafften die Männer, Rohstoffe, alles. Wer ist denn dieser Eric? Dieser Eric, du meinst, er hat nicht das Sagen? Er spreizt sich wie ein Pfau, ist aber bloß ein blauäugiger Welpe. Außerdem redet er ständig von seinem Herrn, wenn auch nicht namentlich. Wo finde ich diesen Eric? Ihr müsst einen Treffpunkt gehabt haben. Er kam immer unangemeldet zur Werkstatt. Aber nach allem, was sich ereignet hat, bezweifle ich, dass er sich dort wieder blicken lässt. Presser? Willst du damit sagen, dieser Eric heuert in Sasau bewaffnete Männer an? Nun, scheint so. Ich gab den Pressern dafür etwas von den Münzen ab. Den gefälschten natürlich. Wo finde ich diese Presser? Schwierig. Meine Freunde führten mich zu ihnen. Wir trafen uns mit ihnen in den Wäldern bei Sasau. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Du sagtest, du hast ihnen Geld gegeben. Wo? Sie ritten zu mir zum Minenschacht. Aber ich schätze, dort wirst du sie nicht mehr finden. Wenn du meinst. Okay, also... Dieser hochrangige Kerl im Kloster, was kannst du mir über ihn sagen? Ich weiß nicht, wer er ist. Nur, dass er ein hohes Tier sein muss. Immerhin kümmert er sich um den Austausch der Fälschungen in Passau. Verstehe. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen?
Nein, er hätte mich mit Werkstoffen beliefern sollen, aber das tat er nicht. Eric meinte, er hätte kalte Füße bekommen. Das sollte fürs Erste reichen. Legst du bei Herrn Ratzig ein gutes Wort für mich ein? Ich würde ihm die Treue schwören. Ich will kein Abtrünniger mehr sein. Ich versuch's. Kann dir aber nichts versprechen. Okay, so. Schließen, du passt auf. Und dann geht's jetzt nochmal wieder zu Herrn Ratzig. Der müsste ja auf der Burg sein, denke ich mal. Dann laufen wir mal. Wie immer. Da-dab, 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 da-dam. Run, Forest, run. Oder eher gesagt, Heinrich. Der muss irgendwo da oben sein. So. Wo ist er denn wieder? Macht er wieder einen Rundgang oder was? Wo ist er denn? Hä? Nö. Hallo, Ratzi. Weißt du, dann findet man ihn noch nicht mal. Ist der vielleicht hier? Und da ist er doch. Da ist er. Hallo. Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring. Und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Okay. Was wirst du dann tun? Was wirst du also tun? Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Eric? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribyslawitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Eric nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Herr. Hör dich in den Wirtshäusern um oder beim Rathaus. Irgendjemand muss etwas davon gehört haben. Solche Unternehmungen bleiben nicht völlig im Dunkeln. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Okay. Herr, da wäre noch eine Sache. Herr Jeschek kam freiwillig mit, da ich ihm ein Entgegenkommen deinerseits versprochen habe. Junge, Junge, du machst Versprechungen in meinem Namen? Das könnte böse für uns beide enden. Aber wenn sich dadurch ein Blutbad vermeiden lässt, warum zum Teufel nicht? Vielleicht werden wir uns hier einig. Aber ich kann nicht versprechen, was aus ihm werden wird. Du gehst jetzt besser. Wie du befiehlst, Herr. Also, ich meine, ich habe ja nichts in seinem Namen versprochen. Ich habe nur gesagt, versprochen, dass ich mit dir reden werde. Also mit dem Ratzi hier. Also von daher. Ja. Okay, das heißt, wir müssen also, jetzt geht's erstmal ab. Wie viel Uhr haben wir da früh?
Jetzt geht's erstmal ab nach Sasau, wenn ich das richtig sehe. Wo war denn das? Da. Ja, also. Sprich. Also wieder da. Da oder da. Okay. So, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Dann werden wir mit den Wirten quatschen. Und mal gucken, was die uns zu sagen haben. Danke. So. Dann tippeln wir mal nach Sasau. Ups, falscher Knopf schon wieder. Nach Sasau. Und zwar nach da. Dann tippeln wir mal nach Sasau. Und dann gucken wir mal, wie es da dann aussieht. So. Dö. Sind wir in Sasau? Ist das der Vogt? Ja. Wie sieht denn überhaupt meine Werte? 14, 12, 20? Okay. Reden wir mal. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Ratzi schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Ratzi? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Okay. Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt. Aber dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Ja gut, kann ich auch noch verstehen, ne? Herr also, Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr, ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Eine Frechheit ist das. Okay, also scheinbar wirklich so, ne? Erpresser. Fremde in der Stadt zu Ohren? Schutzgeld. Leute, die sich seltsam benehmen? Nichts, was der Rede wert wäre. Sicher wird über den Müller geredet, dass Leute ihn dies und das tun haben sehen oder Leute ihn des Nachts besuchen würden. Aber er hat nie was getan. Er ist ein anständiger Kerl. Für einen Müller. Ich werde ihn fragen, ob er etwas gehört hat. Er wohnt auf der anderen Seite des Flusses, beim Sumpf. Aber mach dir keine Hoffnung. Ob er dir helfen kann, ist fraglich. Okay, dann würde ich sagen... Gott behüte dich.
Ich würde dann sagen, wir gehen mal zu den Gerbern. Wo ist denn das? Da. Na, dann gehen wir da mal hin. Gucken uns das mal an. Wenn wir schon einen Sarsauer Gerber da haben. Über die Brücke. Hier entlang. Weiter geradeaus. Und da geht's lang. Wo ist er denn? Das ist auf jeden Fall ein Steinbruch hier. Ja, da wurde der Stein noch gut gehauen, damit die Kirchen auch vernünftig aussahen. Da ist ein Gerber. Na, quatsch mal mit dem. Gott sei mit dir. Hi. Gerber, wie ich höre, grämt dich etwas. Geht schon besser. Muss was Falsches gegessen haben. Ich meinte, du hast dich über Lumpen beschwert, die hinter deinem Haus Krach schlagen. Jawohl. Die sind mir ein Dorn im Auge. Und wie ich ihnen gesagt habe, sie sollen sich woanders kloppen, haben sie mich fast zu Brei geschlagen. Hä? Wann kommen sie her? Fast jeden Abend. Jeden gottverdammten Abend. Brüllen und johlen, bis die Nacht hereinbricht. Und dann gehen sie. Wahrscheinlich ins Wirtshaus. Okay. Wie viele Krawallmacher sind es? Was weiß ich. Aber die machen Krach wie eine Herde Wildschweine in der Brunftzeit. Und sie sind alle auf dich los? Jawohl. Hab mich ordentlich verdroschen. Und es unternimmt niemand etwas dagegen? Ich war beim Vogt, aber den kümmert's einen feuchten Dreck. Unter seinem Fenster ist ja kein Radau. Also ist's ihm gleich. Einen tollen Vogt habt ihr hier. Eine Vogelscheuche sorgt für mehr Ordnung. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du Berge versetzen, aber die sind ein paar und du bist nur einer. Vielleicht kann ich das mit ihnen friedlich klären. Vielleicht. Und dir treten sie vermutlich nicht gleich in den Arsch. Okay. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Es müssen keine Fäuste fliegen. Hals- und Beinbruch, Junge. Oder lieber nicht. Aber wenn du es schaffst, belohne ich dich. Keine Sorge. Alles Gute. Okay, das heißt, wir müssen es uns jetzt prügeln. So wie ich das richtig verstanden habe. Ich guck mal. Okay. Dann essen wir mal was. Dann würde ich sagen, warten wir mal. 18 Uhr. Gucken, ob da jetzt was kommt. Das ist bestimmt wieder so ein Ding, ey, wo ich wieder verkacke, ey. Dieser Prügelmurks. Oh, meine Energie. Ja, das ist immer blöd. Ja, gut, aber das ist halt immer so ein, na, so ein Heckmeck. So. Wo hauen die sich jetzt? Hier sind sie nicht. Da sind sie. So ist die Frage. Muss ich mich wieder... So, damit das nicht wieder in die Binsen geht, machen wir einmal wieder den Retterschnaps. Ja, spiel.
Karte gespeichert. Mit Klotz kann ich reden, mit Hau drauf auch. Ist das einmal, wo du dich auf ihn draufgesetzt hast? Nein. Ich rede mal mit Keil. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Danke. Wie ich hörte, werden Männer gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Würde ich dich besser kennen, würde ich's dir vielleicht sagen. Was ist mit dem Gerber passiert? Als es rund ging, war ich nicht da. Die anderen aber schon. Frag sie. Mach's gut. Okay. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Mir kam zu Ohren, jemand suche nach Männern, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Zu allem bereit? Was soll das heißen? So was Schmutziges wie dem Schinder zu helfen? Davon weiß ich nichts. Frag jemand anderen. Das meinte ich nicht, aber danke. Okay. Was ist mit dem Gerber passiert? Nichts Besonderes. Wollte sich beweisen, wie jeder andere auch. Aber er kam nicht mal an Bohnenstange vorbei, dem jungen Spross. Dann jammerte er, wir hätten ihn beschissen und wollte sein Geld zurück. Also jagten wir ihn davon. Er kam ein paar Mal wieder und beschwerte sich über den Lärm. Er sagte, wir sollen abhauen. Seid ihr aber nicht. Nein. Und als er richtig nervig wurde, haben wir ihm eine verpasst. Und seitdem kam er nicht wieder. Traut sich nicht. Aber sein Maul hat er wohl immer noch offen. Ja gut. Jetzt muss ich aber irgendwie dir... Ich red mal mit Hau drauf. Ich suche Arbeit und hörte, hier würde jemand nach furchtlosen Männern suchen. Weißt du etwas darüber? Es heißt, die suchen einen neuen Schinder. Also wenn du dich vor Kadavern und Scheißhaufen nicht ekelst... Danke, aber nein. Es heißt, jemand heuert Söldner und andere Kämpfer an. Ja, tja, dann weißt du mehr als ich. Angenommen, ich möchte mitmachen. Was müsste ich tun? Ganz einfach. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen. Er sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Danach kannst du gegen einen der anderen drei antreten. Egal wen. Und wenn du alle drei verhauen hast, kannst du dich mit mir messen. Klar? Der letzte Kampf ist also gegen dich. Ja, es heißt, gegen mich ist's kein Zuckerschlecken. Nur saures Obst. Na gut, dann lass uns kämpfen. Ich will mit dir kämpfen. Was hab ich dir gesagt? Zuerst schlägst du Bohnenstange und die drei Narren. Dann hab ich Zeit für dich, klar? Okay. Gott behüt dich. So, wo ist Bohnenstange? Da. Gott sei mit dir. Fäuste hoch. Warum muss ich mich jetzt eigentlich hier verprügeln? Ey, das ist doch wieder so doof. Jetzt kann ich mich schon wieder hauen hier. Verdammt! Kunda! Das sieht auch schon mal gut aus. Oh, das war easy. Ich habe eine neue Stufe Vitalität erreicht. Yay. Habe ich ihn tot gehauen? Nee, aber ausgenockt. So, den haben wir. Hopp. Wer will als nächstes? Du hier. Du Latsch. Beste Grüße. Ah, komm, lass uns kämpfen. Das war ziemlich gut. Aber ich wette, es war bloß Glück. Wer weiß? Mach's gut. Das sehen wir jetzt. Mist! Bams. Bams. Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bam. Komm. Nimm das. Aus der Richtung und schnaff. Ah, sehr schön. Eins. Ausgewichen, du Sau. Ah, wunderbar. Oh nein, das war ein Treffer. Musst du jetzt weinen?
Scheißkerl! Nein! Komm! Ah, jawohl! Ich habe gewonnen! Sehr schön! Neuer Spezialisierungspunkt, guck mal. Der liegt auch im Dreck. Zack! So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben auf jeden Fall Stärke. Vitalität ist nämlich einer auch. Sehr schön. Buff plus 3. Sehr schön. So, Stärke. Oh, jetzt können wir hier gucken. Wir können holen Packesel. 25 mehr Pfund tragen. Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Mhm. Du kannst Gesundheit, indem du ihn beim Sporten anrempelst. Also das finde ich schon cool eigentlich. Ich würde tatsächlich das Wildschwein mal nehmen. Lernen. Ja. Einfach um das mal zu testen. Kämpfen wir! Hauen wir direkt den nächsten um. Nicht schlecht. Möge Gott über dich. Testen. Es geht gar nicht. Es geht wirklich nicht. Einmal eins, zwei. Au, der war fies. Es geht nicht. Mann, lass den Scheiß. Hau doch jetzt drauf. Alter, es kann doch nicht sein. Jawohl. Daneben. Oh, der war gut. Scheiße. Gut ausgewichen. Oh, gut ausgewichen. Ah. Mist. Ach, komm. Auf die 12. Da, die Deckung habe ich gesehen. Die war weg. Au, 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 au. Knie. Eins, zwei. Gott, die klettern schon rüber. Und zack, auf die 12. Au, 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 Freundchen, Freundchen, Freundchen. Oh, der war fies. Da kannst du aber. Der war gut. Hau doch mit, jawohl. Stufe Agilität. Sehr schön. Es gibt richtig Skillpunkte. Kannst du mal bitte von da hauen? Verdammt! Ist das mies? Tiefschlag! Ach komm, der war fies. Ich habe eine neue Stufe Faustkampf erreicht. Sehr schön. Uiuiuiui. Fiesling! Jawohl. Schön. Voll in die 12. Also, Faustkampf geht tatsächlich, finde ich, vom. 12. Oh. Der war mies. Ja, ich weiß, ich will nur. Das war's schon. Sehr schön. Den haben wir auch. Cool. Kann ich ihn plündern? Das ist hier verdammt ein Dieb. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wachen, kommt her, rasch. Ach, Quatsch. Da drüben ist ein Dieb. Oh, was geht das wieder los, ey? Nur weil ich mal gucken wollte. Mann, 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 Mann. Kämpfen wir. Ich wollte nur gucken. Nicht schlecht. Aber mach's gut. So, jetzt kommt Klotz. Wo ist er denn überhaupt? Bams. Au, der war fies. Gut get- Ach, come on. Neue Stufe im Kampf, okay. Und auf die 12. Wow, sehr schön. Und auf die 12. Bams. Eins. Oh, der ist ausgewichen, die Sau. Ich muss ein bisschen Ausdauer regenerieren. Schlag. Ausgewichen. Schlag. Oh, der war nicht schlecht. Der war gut ausgewichen. Bams. Bams. Guck mal, der knockt auch aus hier. Verdammt.
Ja, der war gut. Sehr schön. Da, guck mal. So schnell kriegen wir den platt. Oh, geht das jetzt schon wieder los? Du da, halt! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Scheiße. Alter, ich bin immer noch... Erwischt. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Ich habe nichts geklaut. Oh Scheiße, da kann ich jetzt nur hoffen. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. So, alles klar. Dann fehlt jetzt nur noch der hier, ne? Das ist nur noch der, mit dem ich mich jetzt hauen muss. Ich guck gerade, ob noch irgendwelche Werte... Ja, Agilität kann ich noch aussuchen. Und zwar... Aha. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf im Zulassung. Ich hau aber Plattenrüstung an. Geht nur für Waffen, die auf Agilität. Oh, Würfelglück, cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie man ausweicht. Ich nehme das einfach. Ich wüsste nicht, welches Dorman dann was man dann machen kann. So, da komm, hau drauf. Ich will mit dir kämpfen. Anständige Vorstellung. Hätte ich nicht mit gerecht. Alles gut. Nö, deswegen zeige ich dir jetzt mal, wie es geht. Einfach drauf, auf den Knüppel. Guckt euch das mal an hier. Muss einfach drauf. Einfach. So muss es sein. Und bam. Konter. 1, 2, 3. Ja, mal ein bisschen die andere Richtung. Wir nehmen mal so einen Rechtsausleger. Kannst du mal einen Rechtsausleger machen? Oh, jetzt muss ich aufpassen. Meine Ausdauer. Der ist schon ein bisschen angefressen, ne? Oh. Ah. Egal. Ach ja, komm, ich hau einfach mal. So. Bams. Hau ab da. Guck mal hier. Einfach mitten auf die 12. Sollen wir mal so ein bisschen hier hauen? Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Meine Ausdauer ist wichtig. Die brauchen wir. Weil ohne die... Ei, ei. Ah, du Sausack. Alter, wie kann er denn so viel ausweichen? Sehr schön. Sehr schön. Au, au, au. Ah, der war fies. Der war fies. Musst du jetzt weinen? Ich zerquetsch dich wie eine Laus. Das werden wir doch jetzt sehen. Bams. Du Sau. Gib dir jetzt ein. Auf die 12. Bams. Hau ab. Oh, geh doch mal weg da. Ah. Ja,
Ja, ich hab's gesehen. Ah, der weicht fies aus. Aber... Das kannst du aber mal am Arsch lecken hier. Jetzt gibt's einen Tiefschlag. Von oben, von links. Meine Agilität ist... Oh. Ah, das kannst du. Das kannst du knicken. Ah, gut. Gut ausgewichen. Sehr gut ausgewichen, Freund. Sehr gut ausgewichen. Ich weiß nur nicht mehr, wie man ausweicht, ist das Problem. Sehr schön. Dammit. Ja, los, komm her. Ich habe nicht mehr viel Energie, ist das Problem. Sehe ich gerade erst. Das ist das Ding an der Sache. Dass ich da einfach... Na also. Boah, guck mal, was ich jetzt alles... Neue Hauptstufe, neue Stufe, Stärke, Kampf, alles Mögliche. Jesus, Maria. Das muss ich jetzt erstmal gucken hier. Werte. Also wir haben auf jeden Fall eine neue Hauptstufe. Das Ding suchen, ne? Ui, da haben wir einiges. Wir können Kontemplation, Müdigkeit, Hunger, wenn man sich nicht bewegt. Sichtweite. Mit einem guten Ruf. Mehr ein Punkt auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Schönling. Güldene Zunge. Deine Lesefertigkeit. Kampf wird ein Punkt verringert. Das ist eigentlich nicht schön. Mein Huf sinkt schneller, aber meine Malus für Kerkerhoffner bleiben länger bestehen. Okay, ich glaube, ich nehme... Ja, ich nehme Dorfheld. So, was haben wir noch? Wir haben nur noch mehr, oder? Ist hier noch irgendwo was? Nö, ne? Fertigkeiten, Buffs, Ruf... Nee, mehr haben wir nicht. Okay. So. Ob, und mit wem soll ich jetzt quatschen? Mit dem da am Boden? Jung. Den habe ich ausgenockt. Mit wem kann ich denn jetzt quatschen hier? Mach's gut. Mit wem muss ich denn jetzt hier mit... Ich glaube, wir warten mal, bis er wieder aufsteht, oder? Also von daher, ja, dann... Dude. Hallo. Also... So fest habe ich auch nicht drauf gehauen. Ach guck mal, Zonen sind, glaube ich, raus, oder? Ja, Junge. Da hast du ordentlich kassiert, wa? Guter Kampf. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut. Das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren. Ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen. Und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke.
Ich überlege es mir. Okay. Mach's gut. So. 22. Ne, wir haben 21. 30. So. Okay, warte mal, wo ist denn die Kirche? Wo ist die denn? Da. Der Treffpunkt ist die Kirche, ne? Ja, aber das habe ich doch gemacht. Hab ich um die Raufbeute gekümmert. Oder was? So, jetzt gehen wir erstmal zur Kirche. Wie sieht's denn überhaupt? Energie und so. Ja, ja, bla bla. Wo war denn nochmal der Eingang zur Kirche? Ach ja, der war relativ weit unten. Im Dunkeln herumzuschleichen erregt Verdacht. Zünde eine Fackel an, bevor dich die Büttel sehen. Ja, hab ich. Jo. Ich entzünde eine Fackel. Mach ich. Warte mal, wie ist denn mein Ruf? Wo sehe ich das denn nochmal? Hier, ne? Wir sind jetzt in Sassau. Oh, 35 ist nicht gut. Aber hier habe ich einen guten Ruf. Rattay sowieso. Thalmberg, Dedetschko. Sassau noch nicht. Weil es gibt ja dann scheinbar diesen Bonus, den ich da eben gewählt habe. Aber da gucken wir mal. Komm, wir düseln mal in die Kirche. So. Da ist die Kirche und hier ist der Eingang zur Kirche. So. Ist das die Gemeinde hier? Sind wir hier im Südwesten? Ja. So. Und zwar... Gehen wir mal gucken. Wo ist denn der Eingang? Hier. Okay. Jetzt sind wir zumindest in der Kirche. Oh, was ist denn das? Marienbild. Maria. Ave. Und nu? Benutzen? Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Amen. Hm, was? Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du? Spuck's aus. Ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Hau drauf, hat's mir gesagt. Komm, hau drauf. Er arbeitet für den Vogt und veranstaltet die Kämpfe beim Steinbruch. Verstehe. Ich hoffe, du hast ihn verbläut. Der Bastard nahm mich beim Würfeln aus. Wenn du willst, mische ich ihn auf, damit du siehst, dass es mir ernst ist. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Okay. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist.
Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen. Und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Okay. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Aber im Kloster, ja. Im Kloster ermorden? Bist du des Wahnsinns? Mord ist ohnehin eine Sünde. Spielt es dann eine Rolle, wo man ihn verübt? Ja, tut es. Ich würde Blut auf geweihtem Boden vergießen. Na, dann zieh ihm eins über, schleif ihn raus und mach ihn kalt, wo es weniger heilig ist. Mir ist es gleich, solange er das Zeitliche segnet. Gibt es denn keine andere Prüfung? Wir heuern keine Stallburschen an. Wir suchen Kerle, die zu allem bereit sind. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Und wie viele habt ihr schon geschickt? Nur ein paar. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie gehängt? Nur der erste. Die anderen zogen den Schwanz ein, hatten wohl nicht die Nerven dafür. Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will. Ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Hä, wie kam denn... Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Alles Gute. Gut, dann haben wir da auf jeden Fall ordentlich was, was vor. Okay. Ich finde das krass, dass die, die Models, ne? Also quasi die Skins, die sehen alle gleich aus. Irgendwie gibt's gefühlt nur 5-6 verschiedene. Ein Schlüssel? Okay. Spiel gespeichert.
Hä? Ich hab mich doch mit den Raufbolden... Ja, ich check das nicht. Also manchmal... Was soll ich denn mit dem Schlüssel? Okay, ich wollte aber jetzt eigentlich ja hier Feierabend machen für heute und dann gucken wir einfach weiter. Ja, das würde ich sagen, das machen wir dann auch so. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Spiel ist gespeichert, das ist gut. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, machen wir für heute Feierabend und sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge und dann geht es auch schon weiter. Hoppala, entschuldigt bitte. Dann geht es auch schon weiter. In dem Sinne, Dankeschön, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.